Wir waren letztens hier stehen geblieben und nun sind wir weiter. Was passiert ist? Warum der Alarm erst an ist und warum überhaupt? Was überhaupt hier los ist? Ich will nicht da sein, um deine Hand zu halten. Na los, du musst endlich aufwachen. Was ist los, Amanda? Amata. Du musst weg von hier. Dein Papa ist weg und die Leute meines Vaters suchen nach dir. Das heißt hier, Papa ist weg? Was heißt hier, mein Papa ist weg? Gut für Papa, höchste Zeit, dass sich jemand mal gegen den Aufseher durchsetzt. So, so, dein Vater ist sauer auf meinen Vater und... Was hat es mit mir zu tun? Er hat die Wort verlassen. Ich weiß nicht wie, aber er ist weg. Und mein Vater, er ist ziemlich ausgerastet. Ich habe dich noch nie so erschrocken gesehen, Amanda. Was ist passiert? Es ist Jonas. Sie haben ihn umgebracht. Die Leute meines Vaters, sie haben ihn mitgenommen und ihn... Oh mein Gott, du musst gehen. Sofort. Oh mein Gott, alles okay? Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Ich weiß, Jonas war dein Freund. Aber wir müssen jetzt gehen. Die Leute meines Vaters könnten jederzeit hier auftauchen. Mein Vater kann nicht weg sein. Die Tür ist versiegelt. Offenbar nicht mehr. Aber willst du mir ehrlich sagen, dass du davon nichts wusstest? Er hat dir wirklich gar nichts erzählt? Nein, wenn ich das wüsste, hätte er gehen wollte. Oh, das tut mir leid. Sicher hatte er seine Gründe. Vielleicht hätte Jonas es dir alles erklärt. Es spielt aber keine Rolle. Ich kann bei der Flucht helfen. Ich habe meinen eigenen Plan. Was doch weiter auszubrechen? Wie? Es gibt einen geheimen Tunnel, der vom Büro meines Vaters direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro hacken, um ihn zu öffnen. Hier, damit kommst du in sein Büro. So komme ich jedenfalls immer rein. Hört sich gut an, geplant. Machen wir, dass sie rauskommen. Ach, noch was. Ich habe die Pistole meines Vaters gestohlen. Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst, aber hier ist sie. Danke, Amata. Ich werde sie notfallmodern, versprochen. Okay. Ich werde versuchen, dich am Ausgang zu treffen. Nimm dich vor dem Sicherheitsdienst in Acht. Viel Glück. So. Was ist denn? Ich werde dich an der Vortür treffen, wenn ich kann. Endlich mal wieder hier. Da ist er. Bleiben Sie sofort. Oh oh. Ich habe vergessen. Waffen. Hier. Wir nehmen erstmal das hier. Geht's noch mehr Kakerlaken. Hören Sie mir das an. Sie müssen mir helfen. Meine Mutter ist mit den Red-Kakerlaken da drin eingeschlossen. Da los, sehen wir, ob wir ihnen helfen können. Nein, ich kann da nicht noch mal reingehen. Es ist so dunkel da drin. Auch gibt's da Red-Kakerlaken. Keine Sorge, Butch. Ich würde deine Mutter da raus. Puh, danke. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Du bist der Beste. Zeig mir jetzt, wo deine Mutter ist und dann rette ich deine. Was ist los? Au, das tut weh. Au, das tut weh. Oh Gott, ich kann jetzt nicht. Wir haben es geschafft. Meiner Mutter wird nichts passieren. Sie sind der beste Freund, den ich je hatte, Mann. Hey, ich weiß ja, dass es nicht viel ist, aber ich will Ihnen meine Tunnelschlangenjacke schenken. Na los, nehmen Sie sie schon. Ich ein Schlückchen gebrauchen. Was? Jetzt musst du noch mal Alkohol... Ich sag nichts. Hier spricht der Aufseher. Die Arme. Sie können von Glück reden, dass ich es war, der sie gefunden hat. Die anderen sind nicht so nachsichtig. Ich weiß nicht, was sie vorhaben und ich will es auch nicht wissen. Verschwinden sie einfach von hier, dann werde ich so tun, als hätte ich sie nie gesehen. Danke, Officer Gomez. Ich konnte sie immer gut leiten.
Es ist eine echte Schande, dass es dazu gekommen ist. Ich kann einfach nicht glauben, was sie Jonas angetan haben. Officer Mac ist völlig ausgerastet. Aber sie sind echt in Ordnung. Das haben sie wirklich nicht verdient. Gehen Sie und suchen Sie Ihren Vater, wenn Sie können. Ja, werde ich. Das ist genug Aufregung für... Diese dreckigen Kakerlaken haben meinen Schaltkreis ganz schön zugesetzt. Sie sind derjenige, nach dem alle suchen, nicht wahr? Das war ganz schön eng dort für Andy und mich. Gut, dass er so gerne Kakerlaken sieht. Sorry. Sie haben ihn verpasst. Er ist wohl nach oben gegangen, um frische Luft zu schnappen. Wird bald wieder da sein, ich denke. So gut, auf geht's weiter zum Artorium. Wir müssen raus aus der Vault. Ehe wir sterben. Wir müssen hier ab. Ich bin's, Tom Holden. Was ist los mit euch? Wir nehmen alles mit. Ah, sehr schwer. Mist. Achso, da, gut. Ach, die Red-Kakerlaken. Verzieh dich! Der ging mir schon bei Fallout, Fallout Shelter auf den Sack. Das ist Ihr Fehler. Sie und Ihr blöder Vater. Er muss völlig abhauen, nicht wahr? Er muss völlig abhauen. Ja, komm. So, tot sind sie. Ich hab doch gesagt, ich weiß nichts. Sei vernünftig, Amato. Passen. Ich wusste, dass du früher oder später auftauchen würdest. Besser. Keine Bewegung. Ich bin getroffen. Ein Stück besser als ihr. Dankeschön. So, das nehme ich jetzt mit. Den Polizeiknüppel kann ich gut verkaufen, alles. Seid mal rauskommen. Mike, geh! Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Geh! Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Da ist Jonas. Die Laboruniform nehme ich auch mit. So, los geht's. Öffnen. Wow. Nicht schlecht. Niemand rauskommt. Raus aus der Wort. Los, 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 los. Los geht's. Diese Tür muss geöffnet werden. Sofort! Beeil dich! Sie hat sie nicht geöffnet!
Gut, du gehst. Ich schätze, du hast versucht, mir zu helfen, aber du hättest ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, Herr Melter. Ich hatte keine andere Wahl. Dein Vater hatte es verdient, zu sterben. Er war ein Mörder. Was hat er mir gesagt? Ihn zu töten und jetzt aus dem Weg. Das sagst du. Vielleicht kann ich dir eines Tages vergeben. Aber das dauert sicherlich noch ein Weilchen. Ich hoffe, du musst niemals erfahren, wie es ist, mit ansehen zu müssen, wie dein eigener Vater vor deinen Augen umgebracht wird. Nein, hör nicht auf mich. Geh, geh einfach. Such deinen Vater. Ich muss meinen jetzt begraben. Warum kommst du nicht mit mir? Hier bleiben ist doch nichts mehr. Nein, das kann ich nicht. Nicht mit dir. Nicht jetzt. Du gehst jetzt besser, bevor ich es mir anders überlege und dich nicht gehen lasse. Ich wusste, dass du früher... Ich bin nicht so verrückt, da rauszugehen. Hä? Jetzt ist es geil. Komm mal her. Jetzt habe ich dich. Keine Bewegung. Pass mal auf. Stehen bleiben. Im Namen ich des Aufsehers. Ich gehe da nicht raus. Ist mir egal, was der Aufseher sagt. Weißt du ja. Ich wusste, dass du früher oder später auch... Ach, wie ist denn Walt? Hab ich es denn zu Hause? Die Walt 101 verlassen. Boah! Was für ein Licht! Nice! Freiheit! Aber das werden wir beim nächsten Part erfahren. Also, wir sehen uns gleich beim Endcut. So, hier waren wir jetzt bei der Endcut angekommen. Die arme Amata. Die wurde fast selber vom Vater umgebracht und die bedankt sich nicht bei uns. Also, aber zum Glück hat sie uns da gehen lassen aus der Wort. Na, mal sehen, was beim nächsten Mal passiert. Denn nun sind wir in der Open World. Jetzt können wir hingehen, wo wir wollen und machen, was wir wollen jetzt. Und unsere Entscheidungen werden da drin laufen. Na gut, dann bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, noch sehr viel Spaß bei den anderen Let's Plays. Und gebt wie Snake einfach einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fallout 3.